Hallo zusammen, hier ist wieder Tracker und Rome 2 Total War und wir haben gerade die Cherusker platt gemacht, da oben in Tullifurdum. Und jetzt breiten wir uns weiter aus und werden dann gleich den Angriff auf die Nervia starten. Und dann geht's von hier unten gleich weiter. Deswegen wollte ich hier mal kurz gucken, ob ich hier noch eine Armee aufstellen kann. Das ist ja egal. Die Herrscher des... Die Eiszapfen des Blutes. Das klingt gut. Schwerttyp. Was darf ich hier denn rekrutieren? Oh, super. Zahlläufe 5 davon. Speerwaldträger. Ich werde jetzt... 5. Dann dahinter. 3 Kavalleristen. Und sind das Wolfskrieger? So, dann kommen noch 2 Wolfskrieger dazu. Dann haben wir das dann nämlich auch. So, haben wir noch Armeen, die wir gerade nicht brauchen. Ich glaube, hier im Osten hatten wir noch was. Brauchen die dich? Sind die auf dich angewiesen? So ziemlich. Aber auch nur, weil ihr eine Steuerprovinz seid. Richtig, richtig. Kriegen wir das vielleicht anders hin? Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wenn ich die Töpferfarm abreiße und dafür noch was zu saufen hinstelle, müssten die das eigentlich auffangen können. Warum regen die sich überhaupt auf? Was ist euer Problem? Gebäudeverarmung, Instabilität, -7. Dann müsste ich jetzt eigentlich nur noch ein bisschen warten, dann werde ich das tun. Verzichte ich auf das Geld? Trabe mit euch, aber jetzt nach hier im Westen. Weil ich einfach den Krieg vorantreiben möchte. Ich möchte jetzt hier einfach nicht mehr stundenlang rumdümpeln. Ohne dass es hier tatsächlich was zu tun gibt. Das finde ich ein bisschen lahm. Und das ist für euch sicherlich auch langweilig zum Zugucken. Deswegen lassen wir das. Und sind dann mit der Runde auch schon wieder durch. Oh, Leudast. Jetzt wüsste, wer Leudast ist. Da, 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 da. Hä? Trackers Teufel. So, jetzt aber. Wollen wir doch mal gucken. Weil ich denke mir, das ist das Sinnvollste. Das war dann halt wirklich, wenn ich Britannien komplett eingenommen habe, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, dass wir da dann auch den Strich ziehen und sagen, okay, das war's. Weil ich denke, dann haben wir irgendwas zwischen 40 und 50 Gegenden eingenommen. Und da denke ich einfach, dass das am meisten Sinn macht. Super. Dann kommt hier doch gleich einen Gemeinschaftsbereich hin. Jetzt kommt die Frage, wenn ich so mache, müsste ich doch bessere Truppen ausbilden können. Weil ihr habt hier doch massivst auf die Schnauze gekriegt, jawohl. Ihr habt beide massivst auf die Schnauze gekriegt. Warte mal, 1, 2. Nee, das ist soweit okay. Das ist soweit auch okay. Was darf ich denn damit ausbilden? Wo sind denn meine ganzen Truppen? Oder brauche ich eine Stufe 3 dafür? Oder ist das das Falsche? Bronzeschmiede. Gucken wir doch mal. Ermöglicht Einheiten. Wo haben wir die soeben? Da, Germanische Konföderation. Blutgeschworene. Skorpion, Speerwall und Wolfskrieger. Okay, dann war das da. Olet Chlor.
Kavallerie habt ihr ja noch. Ihr habt keinerlei Kavallerie. Lass ich mir dafür auch noch was einfallen. Vielleicht da eine... Doch jetzt eine Pferdefarm hin. Gucken wir erstmal, was hier Sache ist. Ermutigt die Bevölkerung, das ist gut. Baubericht ist super. Oh, Moment. Nutzbares Land. Das ist perfekt. Weil da möchte ich dann nämlich... Möchte ich dann eine Kornfarm haben? Ja. So, und dann werde ich das Ding hier nämlich einreißen. Einreißen. Und dann werde ich da dann nämlich noch so ein Gute-Laune-Dings hinsetzen. Genau, und das müsste dann funktionieren. Unzufrieden, ja, ihr steigt aber. Ihr seid unzufrieden und ihr steigt auch. Da bilde ich was aus. Die sind inspiriert. Sauber, so mag ich das. Seid ihr denn? Jawohl, ihr seid eine Steuerprovinz. Ihr macht aber Minusnahrung. Das muss dann noch ein bisschen warten, bis ich da aufwerten kann. Da müssen halt andere Provinzen erstmal für euch einspringen. Ach, du bist da. Okay, dann bleib du. Bleibst du da? Nee, du bleibst nicht da. Du gibst mal Vollgas und wuselst hier hin. Ich habe hier doch bestimmt irgendwo noch... Super, die fühlen sich richtig wohl. Kann ich die als Steuerprovinz machen? Ich sag doch, das kriegt sich alles hier ein. Da ist null. Ich habe doch irgendwo noch so eine... Stabträgerin, genau. Ihr seid... Jawohl. Katsching. So mag ich das. Die Kultur wächst. Die Leute sind zufrieden. So finde ich das gut. Dann müssen wir gleich nur noch den Italiener noch ein bisschen auf die Schnauze hauen. Aber das soll uns nicht stören. Das kriegen wir auch noch hin. Ach, hier habe ich... Kann ich hier überhaupt Truppen ausbilden? Ah, ich kann neue Agenten ausbilden. Ja, dann sollte ich das vielleicht mal nächste Runde tun. Ja, ruder mal ein bisschen schneller, dankeschön. Jawohl. Vielleicht brauche ich noch eine Marinetruppe? Wo kann ich denn gute Schiffe ausbilden? Ich habe da unten rechts, habe ich ja noch eins, aber bis die oben sind, sind die dreimal gestorben, glaube ich. Das hilft uns dann ja auch nicht. Muss ich mal gucken. Ob wir da oben nicht irgendwo so einen Flottenstützpunkt haben, wo wir noch ein paar Truppen ausbilden können. Alternativ scheiße ich drauf und hole einfach eine Armee und schaff die ins Wasser. Ackerstraße. Aha. Wieso ist die jetzt aufgetaucht? Ach, Ackerterrasse. Ja, das macht auch mehr Sinn. Dann macht ihr da mal weiter. Ich erwarte eure Befehle. Arathons Schlechter. Das ist schön, dass ihr hier seid. Ihr seid nur im falschen Modus unterwegs. Bereit zum Kampf. So, was haben wir denn da? Wolfskrieger und Rundschildkrieger. Dann geben wir da doch... Es ist ein gutes Leben. So. Dann geben wir dir eine Gruppe Berserker noch dazu. Adelsreiter oder Jagdreiter? Dann mal Nahkampfangriff. Kriegst du noch zwei Jagdreiter. So ist gut. Brav, Arathon. Füll deine Truppen auf. Wie geht's euch? Euch geht's gar nicht so gut, aber auch nicht so scheiße. Wie sieht's denn da aus? Da
könnte man ja mal wen hinschicken. Warte mal. Tracker, du schwingst mal deine Hufe und rennst hier mal dahin. Du, was brauchst du denn? Was hast du denn überhaupt verloren? Ein bisschen Kavallerie, aber nichts Tragisches. Deswegen kannst du da eigentlich drauf verzichten. Ach, ihr seid meine kleine Armee. Jawohl. Da komme ich nicht rüber. Da komme ich aber hin. Zack. Dann warten wir hier noch ein bisschen. Wie lange braucht ihr denn, bis ihr aufgefüllt seid? Eine Runde. Zwei Runden. Zwei Runden. Eine Runde. Okay. Das sollte ja machbar sein. So, was haben wir hier noch? Die Armee. Ja, die ohne Pferde. Das ist natürlich kacke. Hat zur Not heue ich mir selten an. So, das ist doch schon wieder mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Macht ihr denn genug? Nee, macht ihr nicht. Aber dann soll es mir erstmal da egal sein. Ich mache ja noch 32 Nahrung plus. Hier bin ich ganz knapp an was Bösem vorbeigeschraubt. Die sind gerade happy genug. Welchen Teufel tun und hier jetzt irgendwas riskieren? Wobei, wir könnten auch so noch machen. Das macht ja nur minus Nahrung. Ihr macht ja schon minus 4, aber das ist egal, weil andere Provinzen dafür deutlich mehr produzieren. Wie kann ich helfen? Grübel, grübel und studier. Was wollte ich da denn hinsetzen? Wollte ich da den Hasen hinsetzen? Können wir ja erstmal machen. Weil irgendwo ist hier irgendwas, was lateinischen Einfluss macht. Und da bin ich gar kein Fan von. So, das habe ich mir schon gedacht. Hier muss ich dahin. Okay, da steht ja meine Flotte schon. Ich erwarte eure Befehle. Wenn ich euch jetzt sage, ihr sollt mal mit Gas hier hin. Haben wir da... Da haben wir nur zwei Fischer. Aber vielleicht reichen die ja, um gescheite Truppen auszubilden. Schauen wir mal. So, ein, zwei Runden wird es ja eh noch dauern bis zum Angriff. Weil ich ja auch möchte, dass wir da... noch auf die Armee da warten. Aber die dürfte jetzt ja auch so gut wie da sein. Also gehe ich nicht mehr davon aus, dass es lange dauert, bis wir da ordentlich Leuten auf die Schnauze hauen können. Könnte das sein, dass der lateinische Einfluss von Araton kommt? Also von dem General von Aratons Schlechter? Ich glaube, der hatte doch so einen Negativmakel, dass der irgend so einen Blödsinn verbreitet. Da gucken wir doch gleich mal. Ich glaube, irgendwie sowas war das. Oh, wer ist denn da gestorben? Alfin! Aus welcher Armee bist du? Ach, die da. Okay, das war dann also nicht die richtige. Ich guck nochmal. Weil irgendwas war da doch. Plus 5 Zivile. Strenge Abstinenz dieses Mannes konnte ihn unbeliebt machen. Okay. Und er hat eine kluge Ehefrau. Mhm. Komm, dann kriegst du noch einen Schildträger. Aha, ich dachte, da wäre irgendwie sowas gewesen. Aber vielleicht ist das inzwischen auch weg. Keine Ahnung. So, du brauchst noch eine Runde. Setzt euch und dealt, meine Freunde. Bewegt euch! Dann geh du mal einen Schritt nach da. Und dann 4, 5, 6 Berserkerbanden. Und
machen wir es denn? Da. 1, 2 Schildträger. Speerwelle. Das sollte eigentlich... Warte mal, ich... Mach so, dann habe ich noch 2 Einheiten frei für irgendwas. Falls ich noch was brauche. Finde ich gut, so wird's gemacht. Wie lange braucht die Armee hier links noch? Du brauchst nur noch 2 Runden, dann bist du startklar. Wie lange braucht er hier noch? Die wütenden Eber sind gleich vor Ort. Da möchte ich aber bitte, dass du so rumgehst. Und dann dahin. Wo ist denn der Spion? Achso, ich konnte ja welche ausbilden. Dann mache ich das doch einfach. Dann weiß ich wenigstens, wo die sind. Ich möchte gerne Fulbert, den Kundschafter. Und ich möchte gerne noch eine Stabträgerin. Hamesindis. Das klingt dann nach einem Plan. Und ich möchte, dass ihr da mal hinmarschiert. Wo ist denn hier? Da bist du. Fulbert, mein Freund. Ich möchte wissen, was da für Verteidigungstruppen sind. Und hier hatte ich doch irgendwo auch noch eine Stabträgerin. Oder habe ich mir das eingebildet? Okay, das wird ein bisschen böse, aber... Ich habe da nicht so die Angst. So, damit haben wir euch. Ihr könnt auch nur langbogen. Ja, das brauchen wir nicht. So, ihr könnt mal wieder eure normale Stellung einnehmen. Weil da werden wir dann durchaus drüber knallen. Das sollte nicht das Problem sein. Eine Armee hier mit Unterstützung von da. Jawohl, nächste Runde geht's rund. Erklären wir denen den Krieg und dann marschieren wir los. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und ich denke da auch nicht, dass wir da dann große Probleme kriegen werden. Und wenn wir die dann ausgelöscht haben, machen wir dann den Rest von Nordfrankreich, müsste das glaube ich sein. Die Normandie wird dann einmal befriedet und dann soll uns das alles recht sein. Land- und Gemeinschaftsgesetze. Super. Warum habe ich denn hier so einen Scheiß? Na. So, dankeschön. Elendsviertel mag ich gar nicht. So, irgendwas wollte ich hier doch bauen. Heiligtum der Frick. Ja, das wäre nicht verkehrt. Eigentlich. Da kommt das Heiligtum des Tor. Geschossschaden durch alle Belagerungswaffen. Oh, hallo. Was haben wir hier sonst noch? Kampfeswut. Oh, da haben wir die Eisenschmiede und die Eisenwerkstatt. Oh, nice. Das wäre, glaube ich, erstmal nicht verkehrt. Haushalt, Wachstums pro Runde brauche ich nicht mehr. Brauche ich auch nicht. So, wenn ich jetzt wüsste, wer gestorben... Natürlicher Tod, Brunhild, Stabträgerin. Ach hier, ja, das ist mir ja relativ egal. Die haben wir ja jetzt soweit im Griff. Dass die sich langsam aber sicher aufmuntern und vorwärts bewegen. Deswegen brauchen wir da keine. Ich werde aber mal hier eine beschwören. Beschwören. Mhm. Ich beschwöre dich, Ruto Hild Dingsbums. Erfülle deine Aufgaben. So, Arathon, du marschierst wie üblich an die Front. Trakas Teufel sind in 2 Runden startklar. Wo bist du, Trampeltier? Jawohl, du bist dann da auch startklar. Und hier irgendwo habe ich doch den Dingens gesehen. Einen von meinen Spähherren. Endlich Aufregung. Ich
Ich reise auf leisen Flügeln. Mach das, aber ich möchte trotzdem wissen, wo mein einer Spion abgeblieben ist. Gucken wir mal, der müsste hier doch irgendwo sein. Ja, du bist der... Wie kann ich... Ja. Du bist da, dann... Der Schatten. Ach, jetzt kann man da doch rüber. Das ist ungesund. Ich bin eine Priesterin. Für den Stamm. Okay, Leute. Wie sieht denn das aus hier? Könnt ihr irgendwas Cooles beschwören? Angriffsplünderer, Heerbandspeere. Das bringt uns einen Scheiß. Dann bitte einmal wieder hier hinrudern. Müssen wir doch noch eine Runde warten. Ärgerlich. Dann bleibt uns da leider nichts anderes übrig. Dann werden wir das tun. Aber wir schwimmen ja momentan im Geld. Das ist ja jetzt nicht... Ach, da ist der. Okay. Das sollte uns jetzt aber helfen. Ah, die eine Flotte habe ich vergessen rumzuschicken. Die da unten rechts. Ärgerlich. Aber was soll's. Soll mich nicht stören. So, jetzt kommt Flevum. Das wird jetzt eine germanische Konföderationsstadt. Und dann kriegen die Nervi ja mal eins auf den Deckel. Das hatten die ja schon lange verdient. Aber jetzt kriegen sie es tatsächlich. Für den Sturm! So, dann hast du einen Level ab. So. Für den Allerhöchsten in Bewegung. Das hält sich hier ja noch in Grenzen. Da ist ja nichts los. Ist mein Freund. Da auch nicht. Ja, super. Und hier auch nicht. So, dann ihr bitte mal dahin in, für den Fall der Fälle. Ihr geht mal aus der Stellung raus. So, Araton, du... Kommst du denn dahin auch ohne? Na, nicht ganz, aber es wird reichen. So, Diplomatie. Meine lieben Nervier. Wir möchten mit euch reden. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir besprechen alles, was ihr wünscht. Doch bringt uns Worte, die unsere Herzen erwärmen. Mach ich. Nun gut. Der Bordschatz wird weggesperrt und Schwerter und Schilde aufpoliert. Wir werden ruhmreich sein. Das mit dem Ruhmreich werden wir gleich noch sehen. Was Reich angeht, da kann ich auf jeden Fall schon mal helfen. Weil das sind wir nämlich. Was den Rest angeht, da wird es jetzt wohl eher ein bisschen ungemütlich. Und dann wollen wir doch gleich schon mal uns eine Bresche reinschlagen und eine Stadt einnehmen. Wir belagern ihre Höhlen? Na, wenn ihr das sagt. Aber dann wollen wir noch mal schauen, was die Nervi ja so auf dem Kasten haben. Weil unsere Armee ist jetzt ja auch nicht so die beste, die wir jetzt gerade in die Schlacht führen. Aber sie sollte reichen, eins der Haupttore wegzuballern, dass meine Armee dann richtig reinmarschieren kann. Deswegen sehe ich da keine große Gefahr. Aber deren Verbündete wollten noch kommen. Das könnte noch ein bisschen heikel werden. Die haben uns auf jeden Fall zugestimmt, den Nervian zu helfen. Da sehe ich aber einfach kein Problem, dass das jetzt irgendwie... Na, müssen wir ernsthaft im Regen kämpfen? Na, Nebel ist viel besser. Ja, okay, dann kämpfen wir halt im Nebel. Soll mir auch recht sein. Unsere Sperre sind die eure Krieger!
So. Jäger! Unser übliches Muster behalten wir natürlich auch bei mit den Truppentypen, die wir Steine sollt ihr verbannen. Mit den Truppentypen, die ich in die üblichen Gruppierungen reinstopfe. Jetzt hör doch mal auf, mich anzubrüllen, wo. So, sind wir denn hier überhaupt richtig? Nein, sind wir nicht. Das war natürlich wieder dumm, was ich gemacht habe. So. Wo haben wir denn hier eine... Da, finde ich super. Das sieht perfekt aus. Jetzt hätte da irgendjemand gesagt, hier könntet ihr mal einmarschieren. Und das werden wir jetzt auch tun. So, dann stellt euch mal auf. In Kuhscheiße gesuhlt. Ist das so die Beleidigung, auf die du abfährst? So, so. Skorpion! Was machen wir denn da? Da stehen die. Stellen wir die Skorpione doch direkt davor auf. Und dann können sie einfach ballern, wie sie lustig sind. Das stört mich ja nicht. Nur die Onaga, die müssen jetzt erstmal passend stehen und mir das Haupttor zerballern, dass wir da dann einfach rein können. Und den Rest machen wir dann. Klopf, klopf. Jawohl. Das hört sich schon mal gut an. Weiter so. Bitte weiter treffen, das wäre ein ganz großes Kino. Machen wir nochmal ein bisschen Feuerschaden, das macht denen noch ein bisschen Angst. Und gleich dürfte dann das Pförtnerhaus und das Tor kaputt sein. Das sollte dann also gar nicht das Problem sein. Aha, und unsere Skorpione schießen auch. Dann haben wir das auch. Ich weiß zwar nicht, worauf die schießen. Aber das soll mir auch egal sein. Das Tor qualmt, aber ist es auch auf? Nee, ist es noch nicht. Ihr sollt bitte auf das Tor schießen. Ja? Dann schießt ihr da auch mal mit drauf, bitte. Wir brauchen jetzt alles, was wir hier haben können, gebündelt auf dem Tor. Weil wir wollen da ja schließlich noch rein. Bevor euch Nasen wieder die Munition ausgeht. Das wäre nämlich wieder kacke. Ach so, mit dem Geschoss könnt ihr da gar nicht drauf schießen. Okay, dann. Dann bitte weiter mit Feuer. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier einen Angriff wagen wollen. Das wäre jetzt ganz ungemütlich. Ja, los. Klopft dann nochmal richtig an. Macht man das Tor dann richtig auf. Und dann ist gut. Das muss doch gehen. Ja, los. Noch ein, zweimal schießen, bitte. Hundert. Jawohl. So mag ich das. Okay, alle brennende Geschosse, Feuer frei. Luna!
Dann wollen wir mal weitermachen. Warte mal. Kann ich Verluste vielleicht noch minimieren, indem ich so mache? Das wäre jetzt natürlich optimal, wenn ich jetzt die Tore, die Türme da auch noch kaputtballern könnte. Dann würden wir auf jeden Fall die Verluste absolut minimieren. Wenn sie denn treffen würden, was sie natürlich mal wieder nicht tun. Okay, ordentlich. Dann vielleicht doch einfach mal da auf die Infanterie ballern, während die Pfeiltürme, während meine Skorpione sich um die Pfeiltürme kümmern. Krieger! So. Weil wenn der anfängt zu brennen, dann reicht das ja. Jawohl, das sieht gut aus. Nett. Jawohl, schießt weiter, schießt weiter. Oh, nett. Ich mag das, wie meine Artillerie schießt. Mit der bin ich sehr, sehr zufrieden. Na komm schon, schieß das Ding einfach in Brand. So schwer ist das doch nicht mehr. Jawohl. Und dann da drauf schießen, bitte. Weil der dürfte jetzt ja abfackeln. Jawohl. So, und der da ist schon schwer beschädigt. Den sollten sie jetzt auch noch kaputt kriegen. Jäger! Vorwärts! Ja, los. In Brand schießen. Einfach nur in Brand schießen, Leute. Den Rest machen wir dann. Kabäm. Sauber. Dann machen wir mal schnell einen Vorlauf. Ich will euch ja nicht ewig festhalten hier. Zack, zack, zack. Weiter feuern. Sobald er bei 100% ist, beziehungsweise 90, können wir dann langsam die Truppen vorschicken. Jawohl. Zack. Handelt stolz im Namen Germania! Wehre! Bewegt euch! Jawohl, weg ist er. Dann wollen wir mal. Los, ihr Bogenschützen, jagt denen mal ordentlich Angst ein. Na los. Scheucht die von den Wellen. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Öl mehr raus. Jawohl. Was kaputt ist, kann kein Öl mehr kippen. Jäger! Ihr hört mal bitte auf zu schießen. So, jetzt wird's interessant. Ihr könnt auch mal aufhören zu schießen. Ach so, da ist ja auch keiner mehr.
So, jetzt haben wir eine Flanke hier eingenommen. Mal gucken, wo es weitergeht. Weil ich gerade auch aktuell überhaupt keine Ahnung habe, wo sich der Feind verkrochen hat. Okay. Von wo werdet ihr denn beschossen? Von dem Turm? Nö. Ich habe hier nur eure Zielareale. Ich habe keine Ahnung, wer euch da beschießt. Unsere Speere sind die euren! Langbogen! Befehle! So, dann marschieren wir da einfach mal weg. Keine Ahnung, was euch da beschießt, aber das wollen wir mal nicht weitermachen. So, meine Speerträger-Jungs, dann marschiert mal vor. Ich gehe mal davon aus, dass die hauptsächlich da stehen werden. Werden wir aber gleich herausfinden. Los, mal ein bisschen Tempo hier. Wir haben noch eine Stadt einzunehmen. Jawohl, da stehen sie. Wir töten sie alle! Ja, das will ich doch schwer hoffen. Dafür habe ich euch ja... Dafür schicke ich euch da ja hin. Und weiter geht's. So, meine Speerträger sind gleich alle aufgestellt. Da kommt der glorreiche Rest. Meinen Schwertkämpfern und Wolfskriegern und meinem General. Hugard, dem Schwertmeister. Aber das Wichtigste sind erstmal meine Bogenschützen, die sich hier aufstellen und hoffentlich gleich anfangen werden zu schießen. Nein, können sie nicht. Ach Gottchen, dann machen wir das anders. Nee, ihr solltet... Das soll mir auch recht sein, dann... Trampelt ihr mal das da platt. Ich hoffe, dass ihr dann wenigstens schießen könnt. Jawohl, das sieht gut aus. Achso, ja, wenn man die natürlich auf nicht schießen stellt, dann fliegt hier auch nichts. So, habt ihr das jetzt? Jawohl. So, dann wollen wir mal. Und jetzt dürft ihr wieder aufhören zu schießen. Ja los, jagt die mal einfach ein bisschen vor euch her. So stark sind die ja nur auch wieder nicht. Zack. Schon wollen sie nicht mehr mitspielen. Achso, Moment. Die werden wahrscheinlich auf ihre Fernkampfentfernung stehen bleiben. Und dann versuchen die Speerträger mit ein bisschen Bogenschießen kaputt zu ballern. Deswegen schicke ich die Bogenschützen jetzt dahinter, damit die dann mit ihren Pfeilen die da mal zu Klump schießen, während meine Nahkämpfer hier außenrum marschieren. Das ist zumindest der Plan. Weil die Fernkämpfer ja inzwischen nerviger geworden sind als früher. Und deswegen müssen wir da mal ein bisschen unsere Taktiken ändern. Und da wir gerade aktuell keine Pferde haben,
müssen wir halt wohl irgendwie so hantieren. Wäre bereit! Die dürfen das nicht. Ihr dürft aber. Deinen Wall aus euren Schildern! Jawohl, das sieht doch schon mal gut aus. Nee, nicht so rum. Hier rum. Ihr habt unsere Sperre! Odins Sperre! Wo stehen die denn? Ach, die stehen an den Flanken. Jawohl! Nervige Fernkämpfer. So, die erste Stadt der Nervier haben wir schon mal. Weiter geht's. So, diese Folge ist leider vorbei, aber die nächste Folge kommt in den nächsten Tagen. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zugucken und wie üblich, Fortsetzung folgt. Euer Tracker. Bis dann. Tschüss.